Hallo und willkommen bei einem neuen Dessert-Tutorial. Heute Limp Bizkit mit Take a Look Around. Das Ding ist ein hammer geiler Song. Für mich persönlich eigentlich der beste von Limp Bizkit. Das Ding bombt einfach. Vielleicht habt ihr mein Cover gesehen mit Sebastian. War ziemlich cool. Da hat man schon gesehen, worum es geht, technisch und so weiter. Heute gibt es das Tutorial nach Anfrage. Also wie gesagt, ich mache auch die Anfragen, keine Sorge. Nur ich schaffe nicht alle, leider. Aber heute auf jeden Fall Take a Look Around. Wir werden es erstmal mit einer Standardstimmung machen. Das heißt einfach in E, ganz locker, nichts verstellen, kein Drop D. Und dann zeige ich nochmal, wie es in Drop D funktionieren würde. Der Song ist, glaube ich, in Drop Cis oder sowas ähnliches. Also auf jeden Fall muss man seine Gitarre ziemlich runtertunen, damit man zur Aufnahme mitspielen kann. Ja, hier noch was in eigener Sache. Ich habe im Moment einen ziemlich geilen Workshop am Laufen, den Big Player Improvise Workshop. Einfach mal unten auf die Info nach dem Tutorial gucken und sich anmelden. Ist ziemlich geil, wird auf jeden Fall ziemlich cool. Viele Leute sind am Start und ja, wir fangen einfach mal an. Okay, legen wir los. Wie schon erwähnt, wir sind im Standard E-Tuning. Ich weiß, das Ding wird eigentlich in irgendeinem Drop-Tuning gespielt, aber ich finde es erstmal leichter, im Standard das anzufangen, weil nicht jeder hat Lust, irgendwie die Gitarre runterzustimmen und die Profis werden eh wissen, wie sie es umändern. Also machen wir erstmal komplett ohne Probleme. Jeder kann seine Gitarre sofort holen auf E-Tuning und loslegen. Also hier nochmal das E-Tuning, hier haben wir das E, das A, das D, das G, das H und das E. So, der Song ist eigentlich relativ easy, besteht auch aus nicht wirklich vielen Teilen. Die wiederholen sich sowieso, also zeige ich einfach diese Parts, wo was los ist und dann versuchen wir es mal zusammenzufügen. Das einzig Schwierige ist so ein bisschen der Rhythmus, also werde ich es auch ganz langsam versuchen zu spielen, damit wirklich der Rhythmus ins Blut kommt. Fangen wir erstmal mit dem kompletten Intro-Riff. Also, wie man sieht, eigentlich relativ wenig hier zu tun, aber die Rhythmik macht es natürlich. Gehen wir erstmal die Noten durch und dann die Rhythmik. Also, der erste ist hier auf dem 14. Bund der E-Seite. Natürlich kann man das alles, wenn man Ahnung hat, welche Noten hier sind, kann man es natürlich auch hier verschieben. Ich spiele es aber immer gerne hier. Also fangen wir einfach hier an. Also 14. Bund E-Seite. Danach kommt der 12. Bund der A-Seite. 14. Bund der A-Seite. Dann nochmal der 12. Also erstmal ganz langsam. Dann hier so ein kleines Hammer-on, Pull-off, na ich sag mal eher Pull-off. Also ich spiele praktisch die 14 noch an und jetzt kommt der Pull-off. Okay, dann sind wir wieder auf der 14, hier auf der E-Seite und gehen auf die 12 und dann auf die 13. Hier nochmal im Zusammenhang. Okay, also es sollte klar sein, der. Und jetzt gehen wir zum Rhythmus, der das schwierigste Element hier, sage ich mal, bildet. Ich werde es nochmal ganz langsam spielen und versuchen darauf einzugehen, wo welche Phrasierungen sind. Also das ist praktisch jetzt gesprochen, ist immer hier ein kleiner Tipp. Alle Rhythmen, die man nicht sofort mit der Hand übersetzen kann praktisch, immer einfach mal singen. Das macht es sehr einfach oder vielleicht sogar klatschen. Also es ist bam, 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 bam. Hört sich ein bisschen bescheuert an, keine Frage, ich bin auch nicht der größte Sänger, aber es hilft ungemein, wenn man wirklich guckt, wo kann man das überhaupt, versteht man diesen Rhythmus? Und es ist wirklich dieses bam, 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 bam. Nochmal ein bisschen schneller. So,
ich hoffe, es ist verstanden. Einfach mal, wenn es nicht verstanden ist, einfach nochmal zurückspulen, sich selbst nochmal immer wieder bam, 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 dann geht das schon. Also es ist wirklich nicht so schwer, wie das aussieht. Hier noch ein Tipp, gerade wenn man hier coolen Clean Channel hat, je nach Gitarre, immer ein bisschen Vibro hier. Also und ansonsten vom Wechselschlag ist, ich mache eigentlich immer von oben die Downstrokes und dann hier praktisch den ersten Hammer hier auf die 14 hoch, der ist sowieso einzeln. Und hier ist immer unterschiedlich, je nachdem, also ich glaube mit Downs hat es mehr Druck, aber mit den Wechselschlag habe ich mehr Feeling bei dem Vibro. Man muss mal gucken, wie man am besten klarkommt. Also das ist erstmal das Erste. Das läuft eine ganze Zeit lang. Und dann haben wir hier dieses kleine Mini-Lick. Hier habe ich auch meine kleine eigene Art, das zu spielen. Ich zeige auch nochmal die Standardart, wie sie geht. Da ist ein Ton weniger. Und zwar fangen wir hier auf der 19 an, mit dem kleinen Finger am besten. Jetzt kann man sich überlegen, man kann das als Pull-Off spielen oder ganz normal als Pick. Ich mache es unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Also von dem her einfach mal gucken, was einem besser liegt. Okay, nochmal. Mit den Fingern ist es am einfachsten, wenn man kleiner Finger, Roll und dann praktisch immer mit dem Mittelfinger hier auf die 15 geht. Aber fangen wir nochmal komplett von vorne an. Also 19, dann mit dem Zeigefinger hier auf die 15 der E-Seite und ein kleiner Roll auf die 15 der H-Seite. So, jetzt wieder 19, jetzt mit dem Mittelfinger die 15 und die 14 der H-Seite. Also nochmal beide zusammen. Und jetzt kleiner Finger die 19, Mittelfinger die 14, die 15, sorry. Und dann mit dem Zeigefinger hier die 13 der H-Seite. Nochmal im Zusammenhang. Und jetzt gehen wir wieder hier mit dem kleinen Finger 19, mit dem Zeigefinger diesmal die 15 und mit dem Mittelfinger hier auf die 16 der H-Seite. Also ich spiele es immer so. Ich glaube, im Original war es, dass eine Note weniger ist, und zwar so. Also praktisch das kleine Ding wird ausgelassen. Aber wie gesagt, das kann man machen, wie man will. Vom Effekt her würde ich sagen, cooles Delay, dass man wirklich... Und dann klingt das schön nach. Nochmal alles zusammen, ganz soft. Und der hier ist dann folgendermaßen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 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 no. Also einfach auch wieder mitsingen und so ein bisschen das verinnerlichen. Ja, da gibt es natürlich auch wieder viele coole Übungen. Werde ich auch demnächst drauf eingehen, wegen der Rhythmik und sowas. Aber ansonsten die leichteste Art ist wirklich das entweder klatschen oder sowas. Also wäre auch hier möglich. Dann, 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 dann. Ein bisschen laid back sogar, also. Okay, dann haben wir jetzt praktisch das Hauptmotiv, also dieses. Dann haben wir dieses kleine Zwischenmotiv und jetzt gehen wir mal zum Pre-Chorus und dann zum Refrain.
Ja, jetzt kommen wir mal zum coolsten Teil des Ganzen. Also das ist auf jeden Fall der Teil, den ich besonders mag. Von der Zerre hier würde ich vorschlagen, nicht zu krass, also nicht volles Brett Rammstein, sondern einfach eher so ein, vielleicht ein bisschen mehr, ja, Heavy Rock Sound, sowas in der Richtung, weil das ist immer schwer zu erklären, aber auf jeden Fall nicht volle Zerre. Ich habe es ein paar Mal versucht, es klingt einfach nicht. Das muss schon wirklich ziemlich cool. Der Anschlag.